Ja, herzlich willkommen zur Masterclass. Wie hältst du es mit dem Einkauf? Ich bin sehr gespannt, weil wir hören ja immer die ganzen tollen Vorträge, wie sich der Einkauf selbst sieht, wie wir Digitalisierung vorantreiben. Und ein Werk hat mal aus zwei Perspektiven mindestens gefragt, wie sieht es der Einkauf und wie sehen es andere führende Kräfte im Unternehmen? Und dann werden wir mal gucken, wie das passt zu den Folien. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Die meisten von Ihnen werden es erkennen. Es ist eine Adaption der Gretchenfrage. Ja? Wie hältst du es mit der Religion? Das heißt, wir hatten für uns mal den Auftrag genommen, zu sagen, wie ist eigentlich die Gesinnung zum Einkauf? Wie sieht der Einkauf sich selbst einmal? Wie ist das Selbstbild? Und wie sieht letztendlich der C-Level den Einkauf? Das heißt, wir haben Geschäftsführer, CEOs und CFOs gefragt, wie hältst du es letztendlich mit dem Einkauf? Kurz zu mir, wurde gerade schon vorgestellt, Oliver Altstadt von Einwerk. Einwerk ist eine Transformationsberatung und Personalvermittlung, spezialisiert auf Einkauf, wem wundert's, ja, hier, und Logistik und Supply Chain. Unsere Mission, unsere Vision ist letztendlich die Zukunft in Einklang mit Mensch, Organisation und Technologie, weil wir denken, ohne diese drei Elemente wird es in Zukunft keine erfolgreiche Transformation geben. Damit soll es aber auch genug sein. Zunächst möchte ich Ihnen kurz erklären, warum sind wir überhaupt auf diese Umfrage gekommen und was beinhaltet die Umfrage. Die Ausgangssituation war, dass wir auf vielen Kongressen, in Zeitschriften, in Studien von Instituten etc. immer mal die Aussage getroffen haben, dass dem Einkauf letztendlich eine treibende oder führende Rolle in der digitalen Transformation zugesprochen werden sollte. Hier steht extra Einkaufscommunity, das heißt nicht die Einkäufer nur selbst, sondern vor allen Dingen auch Berater, wie wir es sind, oder wie gesagt auch Kongressanbieter etc. haben immer dieses Thema proklamiert, dass der Einkauf eine treibende Rolle hat, nicht zuletzt auf der Grundlage, dass natürlich der Einkauf teilweise in Unternehmen mittlerweile 60-70% der Wertschöpfung einkauft und somit natürlich einen hohen Einfluss auf Lieferantennetzwerke hat. Für uns war jetzt die Frage, wenn das denn so sei, dass dem Einkauf wirklich eine führende Rolle zugesprochen werden soll, muss oder kann, dann ist für uns natürlich die Hypothese, dass das nur geschieht, wenn der Einkauf dementsprechend auch einen Stellenwert in der Geschäftsführung hat. Ich kann mich natürlich auch auf die Straße stellen und sagen, ich bin der König von Deutschland. Ja, wahrscheinlich werde ich Kopfschütteln ernten, vielleicht lächeln, ja, aber keiner wird auf die Knie gehen, ja, nur weil ich das proklamiere. Und so ist es letztendlich auch, wenn ich sage, ich möchte eine führende Rolle in einem solch gravierenden Prozess haben, brauche ich natürlich den Auftrag, ich brauche den Stellenwert, die Akzeptanz und die Wahrnehmung, dass ich das tun kann. Und genau das ist letztendlich dann die Fragestellung gewesen für uns, wie ist denn der Stellenwert des Einkaufs, wie ist denn die Wahrnehmung? Und hier ist ganz wichtig, die Ergebnisse, die Sie sehen, stellen nicht die Realität an sich dar. Ja, also wir haben nicht den Anspruch, mit dieser Umfrage Realitäten darzustellen, sondern es geht hier wirklich um Wahrnehmung. Wie sehe ich die Sachen? Ja, und wenn dann ein Geschäftsführer eine Wahrnehmung hat und eine Aussage dazu trifft, muss das nicht unbedingt die Realität im Unternehmen oder des Einkaufs darstellen. Aber es ist halt sein Bild, wie er die Dinge sieht. Und Sie wissen selbst, darauf basieren meistens Entscheidungen, ja, wie gehe ich mit was um, ja, wie habe ich meine Wahrnehmung dazu. Von den Zahlen, Daten, Fakten, typisch branchenübergreifend, wie gesagt, wir haben vor allen Dingen C-Level und die Einkaufsleiter gefragt, können sich in Ruhe alles nochmal angucken. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die Berichtslinie. Wie viele, wir haben 24%, die direkt an die Geschäftsführung oder an den CEO berichten, 32% an den CFO, das heißt über 50% direkt an den C-Level. Kommen wir zu den Fragen. Wie haben wir es aufgebaut? Wir haben erstmal ganz simpel die Einkaufsleiter gefragt, was ist dein Bild? Was glaubst du, wie siehst du dich?
Wie ist dein Stellenwert? Prozent sagten, ich habe einen sehr guten Stellenwert bei meiner Geschäftsführung oder meinem direkten Berichtslinie. 39% sagten gut, 24% sagen, weiß nicht, ich habe da keine Wahrnehmung zu. Ja, ich habe da kein Bild zu, ich habe da kein Gefühl zu, wie mein Stellenwert ist. 11% meinten, na, ich glaube, das ist nicht ganz so gut, ja, das Bild, was man von mir hat. Jetzt ist die Frage, worauf beruht eigentlich Wahrnehmung? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie ist Ihr Stellenwert bei Ihrer Berichtslinie? Woran würden Sie es ausmachen, dieses Gefühl, diese Wahrnehmung? Was sind Faktoren, wo Sie sagen würden, darauf kann ich ableiten, wie mein Stellenwert ist? Einer eine Idee? Okay, wie haben wir es gemacht? Wir sind davon ausgegangen zu sagen, okay, wenn ich meine Position bestimmen möchte, dann hilft es immer, sich mit anderen zu vergleichen und zu gucken, wo stehen die. Und so haben wir einfach mal ein paar Faktoren abgefragt und uns verglichen, also der Einkaufsleiter sollte sich vergleichen mit Unternehmensfunktionen, die zumeist immer im Vorstand auch vertreten sind. Also, ich sag mal, den C-Level erreicht haben. Und da haben wir zum Beispiel gefragt, Gehaltsvergleich. Im Vergleich zu den Fachbereichen Finanzen und Controlling, Vertrieb und Marketing sind Ihre Verdienstmöglichkeiten im Einkauf bei gleicher Qualifikation und Arbeitsbelastung besser, gleich, schlechter oder keine Wahrnehmung. Was glauben Sie? 4% waren der Meinung, dass sie sehr gut dastehen, besser sind. 21% meinten, sie würden annähernd gleich stehen. 39% schlechter und vor allem auch ein großer Teil, 36%, auch da kein Gefühl, keine Wahrnehmung, konnten das für sich nicht beantworten. Dann haben wir gefragt, wie sieht es mit den Dienstwagen aus? Im Vergleich auch hier wieder zu Finanzen, Controlling, Vertrieb und Marketing ist der Einkauf bei der Zuteilung der Dienstwagen wie gestellt? Und hier ging es nicht nur um den Einkaufsleiter, ob der einen Dienstwagen hat oder nicht, sondern generell auch die Abteilung Einkauf, ja, was Category Manager angeht, etc. Wie ist die generelle Dienstwagenversorgung im Einkauf? 0% sagten besser, 13% meinten gleich, 76% schlechter und 11% weiß nicht. Hier ist natürlich eine relativ hohe Transparenz, ob ich ein Auto habe oder nicht, das sehe ich. Ja, deswegen ist der Weiß-nicht-Bereich. Ich weiß jetzt ja auch nicht so richtig, wie die 11% dann zustande kommen, aber eigentlich dürfte das eigentlich auch gegen Null gehen, weil das sieht man. Wir haben dann nochmal gefragt, wie sieht es mit Reisen aus, Geschäftsreisen, Incentives? Auch hier 0% hatten hier die Wahrnehmung, dass sie besser gestellt sind als die anderen Fachbereiche. 26% meinten gleich, 41% schlechter. Und hier ist natürlich wieder der blinde Fleck ein bisschen größer. 33% meinten, dass sie es nicht wissen. Weiterbildung. 2% meinten, dass sie besser gestellt sind, dass sie gepromotet werden. 43%, das ist relativ viel, waren der Meinung, dass im Weiterbildungsbereich man relativ gleich aufgestellt ist. 19% schlechter und hier auch relativ großer Teil wieder, der kein Gefühl dazu hatte, wie er im Vergleich zu anderen Fachbereichen da behandelt wird. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, sehen wir, dass die Besserstellung relativ gering ist bei diesen Fragestellungen. Die Gleichstellung ist vor allem im Bereich Weiterbildung relativ weit ausgebaut. Die anderen Bereiche sind doch auch relativ gering. Der Bereich der Schlechterstellung und vor allen Dingen auch der nicht vorhandenen Transparenz oder nicht vorhandenen Wahrnehmung ist relativ hoch. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die gleiche Frage, die wir initial gestellt haben. Was glaubst du, was dein Stellenwert ist? Haben wir nochmal gestellt. Und zwar so, dass der Teilnehmer nicht auf das Ergebnis, was er am Anfang eingegeben hat, zurückgreifen konnte. Ja? Was glauben Sie, wie das jetzt ausgegangen ist? Haben wir die gleichen Ergebnisse? Hat sich was verändert in der Wahrnehmung? Zur Erinnerung.
Ah, ganz kurz noch, ich habe eine Sache vergessen, entschuldigen Sie. Wir haben noch mal einmal eine Frage gestellt zur Karriere. Wir haben gesagt, lieber Einkaufsleiter, was glaubst du denn, was sind denn deine Karriereaussichten? Wo glaubst du, dass du dich weiterentwickeln kannst oder deine Karriere weiter ausbilden kannst? Entweder mehr Aufgaben, Volumen, Warengruppen, also ich hole den ganzen Maverick-Buying-Kram noch in meinen Einkauf, ja, ich hole noch andere dezentrale Einheiten in meinen Einkauf oder etwa über andere neue Bereiche im Unternehmen zu übernehmen, zum Beispiel das Supply Chain Management zu übernehmen oder sonst was, in die Geschäftsführung aufzusteigen oder in einem anderen Unternehmen Geschäftsführer zu werden, Unternehmen wechseln und eine größere Einkaufsabteilung übernehmen oder versuchen, die eigene Einkaufsabteilung ressourcenmäßig auszubauen. Wie waren da die Antworten? Die meisten Einkaufsleiter sahen ihre Weiterentwicklungs- und Karrierechancen darin, das Unternehmen zu wechseln. Also wieder Einkaufsleiter zu werden, aber halt größer. Mehr Komplexität, mehr Mitarbeiter, mehr Einkaufsvolumen. 23% sagten, okay, ich hole einfach mehr rein. Ich gucke, ob ich die Tochterunternehmen noch reinkriege, anorganisches Wachstum oder sonst was. 13% sagten, ja, ich versuche einfach ressourcenmäßig weiter aufzubauen. Und interessant ist, dass lediglich 12% die Möglichkeit für sich wahrnahmen, dass sie einen anderen Fachbereich übernehmen können. Dass sie den Einkauf verlassen, ja, oder zum Beispiel ein Supply Chain Manager werden. Und lediglich 4% sahen die Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen oder halt in einem anderen Unternehmen Geschäftsführer zu werden. Wenn man das salopp jetzt mal sagen würde, einmal Einkauf, immer Einkauf. Ja, also die Wahrnehmung der Einkaufsleiter, den Einkauf zu verlassen, ja, die Insel Einkauf zu verlassen und neue Gebiete zu einzunehmen, ist in der Wahrnehmung relativ schwach ausgeprägt. Also, jetzt komme ich zu dem Thema. Wir haben dann die Frage nochmal gestellt, zur Erinnerung, das war die Initialfrage, die Ergebnisse der Initialfrage. Danach haben wir die ganzen Fragen, die Sie gerade gesehen haben, gestellt. Und jetzt nochmal die Frage, wie ist dein Gefühl zum Stellenwert? Und was ist passiert? Man war sich dann auf einmal nicht mehr so sicher, ob man doch den gleichen Stellenwert hat oder so gut steht. Das heißt, es sind welche vom sehr gut abgewandert und vor allen Dingen auffällig ist, dass wirklich der Bereich ich weiß nicht, ja, stark gestiegen ist. Das heißt, diese Fragen haben letztendlich die Teilnehmer verunsichert in ihrer Wahrnehmung. Sie haben sich reflektiert und haben gesagt, wenn ich das alles sehe, ja, und vor allem die Gleichstellung zu anderen Abteilungen nicht da ist, woran mache ich meinen Stellenwert denn dann aus? Kommen wir zum Fremdbild. Ähnlich haben wir dann mit den CFOs und CSOs gearbeitet. Da haben wir auch erstmal ganz platt die Frage gestellt, wie nehmen Sie als Vorgesetzte Ihre Einkaufsabteilung wahr? 9% sehr gut, 44% gut, 28% hatten überhaupt keine Wahrnehmung dazu. Das heißt, die sind in der Berichtslinie zuständig für den Einkauf, haben aber keine Wahrnehmung dazu. 19% eher schlecht und 3% schlecht. Auch da haben wir dann nochmal Fragen entwickelt, um wieder die Wahrnehmung ein bisschen zu schärfen und abzutesten. Eine Frage war, warum lassen Sie den Einkauf an den C-Level direkt berichten? Ja, warum haben Sie eine direkte Berichtslinie zum CFO oder zum CEO? Die Mehrheit sagte aus Versorgungssicherheit und Lieferfähigkeit. Sie wollen den Einkauf nah haben, ja, um bei Lieferschwierigkeiten oder Zusagen beim Kunden schnell auf den Einkaufsleiter zugreifen zu können und Druck erzeugen zu können. Kostendruck. An dritter Stelle Compliance und Risk Management. Da ist jetzt nicht das Compliance und Risk Management gemeint, was wir Richtung Lieferanten und Märkte haben, sondern hier geht es wirklich um Korruptionsprävention. Marktinformation oder auch Innovation von der Wahrnehmung relativ schwach ausgeprägt. Dementsprechend ähnlich fällt auch die Priorisierung der Tätigkeitsfelder aus. Was erwarten der C-Level vom Einkauf, was die Priorisierung ihrer Tätigkeiten angeht?
Kostenoptimierung, der Klassiker, ja, war auch vor 15 Jahren wahrscheinlich schon so, ist immer noch eines der Top-Themen. Dann Versorgungssicherheit, Qualitätssicherung, Compliance und so Sachen wie Innovationsscouting oder Entwicklung oder Anregung von neuen Geschäftsmodellen. Das, was wirklich Mehrwert bringen würde, ja, ist überhaupt nicht auf dem Radar. Da hat man keine Wahrnehmung, da bringt man den Einkauf hier nicht mit in Verbindung. Wir haben dann noch so gefragt, ja, bei den Tätigkeiten, wie zufrieden sind Sie denn? Bei Kostenoptimierung haben wir kein sehr gut. Hier ein Anteil von gut zu weniger gut und weiß nicht. Das ist auch interessant. Das ist leider vom Kontrast nicht ganz gut zu sehen. Hier fängt der weiß nicht Teil an. Und das ist interessant. Man holt sich den Einkauf nah wegen Kostenoptimierung, weiß aber nicht, ob man damit zufrieden ist. Worauf beruht das? Das beruht darauf, dass man, was das Thema Einkaufscontrolling angeht, kein gutes Gefühl hat, wie valide ist das denn? Ja, also wenn wir jetzt alle über eine Savings-Guideline reden würden, wie berechnet man Einsparungen, wären wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch dran, um einen Einklang zu bekommen. Und das ist genau das Thema. Sie wissen nicht, ob das, was da berichtet wird, für Sie valide ist. Versorgungssicherheit, auch hier. Großer Anteil an schlecht bis weiß nicht, wobei der Gutteil hier sehr gut ist auch. Qualitätssicherung ist man relativ zufrieden mit. Ja? Compliance ist auch ein Riesenanteil weiß nicht. Und das ist auch erstaunlich gewesen für uns, weil wir ja mittlerweile viel für Prozesse und sonst was gemacht haben. Die Compliance-Abteilung eigentlich immer einen Fokus drauf haben. Ja? Aber auch hier gibt es eine hohe Unsicherheit oder kein Gefühl dafür, wie gut läuft das eigentlich da? Disposition ist soweit kein Thema. Innovationscounting, der weiß nicht Anteil, ich fange hier an. Auch hier bringt der Einkauf Innovation, ich habe da kein Bild zu. Ja, das ist letztendlich die Aussage. Und da komplett leeres Feld. Ja, was das Thema Geschäftsmodelle oder sonst was angeht. Wir haben dann die Frage gestellt, Digitalisierung. In welchen Bereichen, in welcher Art und Weise sehen Sie den Einkauf in der digitalen Transformation Ihres Unternehmens involviert? Hier sind Mehrfachantworten möglich. Da haben wir 51% der Teilnehmer haben gesagt, aus dem C-Level, wir sehen die Digitalisierung im Einkauf selbst. Ja, der Einkauf soll sich digitalisieren, da sehen wir seine Aufgaben. Und vor allen Dingen geht es darum, um Steigerung von Effektivität, also wieder Savings, ja, Effizienz und vor allen Dingen Transparenz. Das waren die Vorstellungen. Ja. 51% haben gesagt, der Einkauf soll sich selbst um seine Digitalisierung kümmern, im Einkauf selbst, also die Selbstoptimierung mit der Zielsetzung Effektivität, Effizienz und Transparenz. 49% haben dann noch angegeben, ja, wir sehen den Einkauf in der Digitalisierung auch außerhalb des Einkaufs, also in der digitalen Transformation des Gesamtunternehmens. Aber vor allen Dingen als operativer Unterstützer bei einzelnen Themen und Aufgaben, wenn Digitalisierung halt eingekauft werden muss. Ja? Wir haben 7% Sonstiges und knapp 2% als strategischen Treiber. Das heißt, wir haben hier vor allem eine Wahrnehmung im C-Level, ja, ob digitalisier dich selbst, optimier dich und unterstützt uns bei unserer Digitalisierung. Aber diese Treiberfunktion wird in erster Linie nicht gesehen, unternehmensweit. Frage zur digitalen Kompetenz. Wie schätzen Sie die aktuelle Kompetenz des Einkaufs ein, die Digitalisierung im Einkauf zu bewältigen und das Gesamtunternehmen bei der Transformation zu begleiten? 6% meinten sehr gut, gut, weiß nicht wieder, ja, Großteil oder eher schlecht. Wir haben dann noch gefragt, wer ist denn eigentlich bei Ihnen für die Digitalisierung zuständig? Es waren halt auch kleinere Unternehmen dabei, die meinten, der Geschäftsführer meinte auch, dass er digital ganz weit vorne ist. Ja, der macht es selbst. Dann haben wir halt einen Großteil bei der IT und bei der Organisation. Einige haben
ein CDO, Digitalbeauftragter, wie man ihn nennen möchte. 22% sehen das im Supply Chain Bereich und ein großer Teil sagt, jeder Fachbereich für sich. Ja, das sind dann die Unternehmen, die keine wirkliche Digitalstrategie haben. Ja. Und 3% haben gesagt, Digitalisierung geht mit nichts an, brauche ich nicht. Geht an mir vorüber. Nach diesen Fragen haben wir auch wieder die Kontrollfrage gestellt. Sie erinnern sich, das war das Ergebnis des C-Levels eingehend. Und nach den Fragen sieht man auch hier, ja, dass sich das Bild verändert hat nach den Fragen. Auch hier hat sich eine Verschiebung stattgefunden, was die Wahrnehmung angeht. Und hier zum Vergleich nochmal die Kontroll-Selbsteinschätzung der Einkaufsleiter. Ja, gerade in dem Bereich hier, wenn man sich das anguckt, 36% hier mit dem Weiß nicht, 34%. Also, wir haben dann noch eine abschließende Frage an beide Parteien gestellt. Und zwar, wie ist die Wahrnehmung zur Absicht? Hat der Einkauf eher eine gute Absicht oder eine schlechte Absicht? Was heißt das? Eine gute Absicht wäre, der Einkauf ist sehr schnittstellenorientiert, sehr serviceorientiert, sehr hilfsbereit, ja, denkt unternehmerisch. Schlechte Absicht wäre, der Einkauf wäre eher so Beamtentum, ne? Also bin ich überhaupt zuständig, ja, habe ich denn alle, also versucht Arbeit wegzuschieben oder sonst was. Geht hier nicht in der schlechten Absicht, dass er kriminell oder korrupt oder sonst wer, sondern es geht einfach um die Arbeitsweise. Die zweite Frage dazu war, diese Absicht, die Sie erkennen, ist der Einkauf fähig, diese auch umzusetzen oder ist er eher unfähig? Und Sie sehen hier die Achsen, dass das steigend ist. Das heißt, wenn einer hier einen Wert angegeben hat, hat er kein Bild dazu. Ja? Also wenn ich hier auf diesen Mittellinien hänge, dann habe ich keine Wahrnehmung, ist das eine gute oder schlechte Absicht, ist der fähig oder unfähig. Und umso mehr ich hier hochkomme, umso bessere Absicht habe ich und so eine schlechtere Absicht habe, auch hier gesteigerte Unfähigkeit, gesteigerte Fähigkeit. So, das haben wir halt mit den Einkaufsleitern gemacht und das haben wir auch mit den... mit dem C-Level gemacht. Der Einkauf sah sich hier. Ja, also unterwegs im Namen des Herrn und absolut fähig. Das ist die Selbstwahrnehmung des Einkaufs. Vom C-Level, auch der erkennt eine gute Absicht, ja, ist aber von der Fähigkeit eher im anfänglichen Bereich. So, was heißt das? Ja, man unterstellt dem Einkauf eine gute Absicht, aber man sieht ihn halt von der Fähigkeit, hat man keine so gute Wahrnehmung oder kein so scharfes Bild. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mal die letzten 10 Projekte eine Meta-Analyse gefahren, weil wir das auch immer in unseren Analysen abfragen, was die Stakeholder-Wahrnehmung angeht. Und die haben wir einfach auch nochmal dazu gemacht. Und hier sind dann Marketing, Vertrieb, Produktion, die sind alle quasi da drin. Das ist die Wahrnehmung, die wir aus den Projektabfragen haben. Und Sie sehen, die Stakeholder, die Schnittstellen, sieht es noch ein bisschen schlechter aus in der Wahrnehmung. Ja? So. Kommen wir zu den Key Findings. Also, wenn wir mal behaupten würden, das wäre repräsentativ, dann würden wir sagen, mit dieser Diskrepanz von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung haben wir ein Problem, diese Position des Treibers zu fordern. Noch nicht mal, weil man so ein schlechtes Bild von uns hat, sondern eher, weil man überhaupt kein Bild von uns hat. Ja, also dieses Weiß nicht. Ich meine, Sie würden ja auch niemanden, wo Sie kein Gefühl zu haben, kann er das, schafft er das, macht er das, würden Sie mir auch keine strategische Aufgabe geben. Ja, es geht also gar nicht darum, so, ob Sie ein schlechtes Bild haben, der C-Level. Zum Großteil hat er überhaupt kein Bild. Das, genau was ich sagte, vor allen Dingen diese blinde Flecken fanden wir schon sehr erstaunlich. Hauptaugenmerk vom C-Level auch hier weiter wieder auf Kosten, Versorgungssicherheit. Da hat sich nicht viel geändert in den letzten Jahren. Ja? Ich meine, wir haben ja viel im Einkauf gemacht, das ist ja nicht so. Ja? Wir bemühen uns, bringen Performance, aber letztendlich werden wir immer noch reduziert darauf.
Man sieht den Einkauf beim Thema Digitalisierung vor allen Dingen für sich selbst verantwortlich. Ja? Also man soll sich digitalisieren, man soll effektiver und effizienter werden. Im Zusammenhang mit der Unternehmenstransformation sieht man halt den Einkauf eher als Unterstützer und nicht als Treiber. Unsere Sicht der Dinge: aus einer solchen Position wird der Einkauf nicht in den Fahrersitz kommen und muss gegebenenfalls teilweise schon bangen, überhaupt an den Tisch zu kommen. Ja? Das führt natürlich dazu, dass in Unternehmen, die eine starke digitale Sogwirkung haben, das heißt, wo die Kunden viel fordern, ja, wo disruptive Geschäftsmodelle das Geschäft gefährden, da wird bei einer solchen Position der Einkauf Schwierigkeiten bekommen. Und wenn er nicht an dem Tisch sitzt, um mitzusprechen, werden andere über ihn sprechen und andere das entscheiden. Unternehmen, die erst noch nicht so stark von der Digitalisierung betroffen sind, da wird der Einkauf eher noch im ruhigen Fahrwasser sein und wird wieder auf Thema Kosten- und Versorgungssicherheit sich beschäftigen dürfen. Das Problem dabei ist, Einkäufer, die keine Erfahrung sammeln in der Digitalisierung, die im ruhigen Fahrwasser sind, die haben es vielleicht im Moment komfortabel. Das Problem ist nur, dass wenn ich keine Erfahrung sammle, ich auf dem Arbeitsmarkt zunehmend zurückfalle. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Ja, ich kann mich natürlich da hinsetzen und sagen, ah, Gott sei Dank, ja, ich bin nicht betroffen, aber ich muss mir klar sein, dass ich vielleicht, wenn ich mich aus diesem Unternehmen wegbewerben möchte, Schwierigkeiten habe, weil ich einfach kein Skillset aufgebaut habe. Das heißt, für uns ist disruptive Entwicklung des Einkaufs nicht das Einführen von elektronischen oder automatischen P2P-Prozessen. Das konnte ich auch vor 5 Jahren schon machen. Ja? Sondern für uns ist, wenn ich wirklich den Anspruch habe, als Einkauf eine treibende Rolle zu haben in der Digitalisierung, selbstbestimmt agieren zu wollen, dann muss ich meinen Konkon verlassen, dann muss ich meine Insel verlassen und ich brauche einfach neue Denk- und Sichtweisen. Und das heißt für uns, der Einkauf oder die nächste Entwicklungsstufe des Einkaufs ist die Transformation in eine hochgradig integrierte Supply Chain Funktion basierend auf eine komplett vernetzte digitale Technologie. Wir glauben, dass wirklich extrem erfolgreiche Einkaufsabteilungen in Zukunft diese Transformation, wirklich die Evolution ins Supply Chain Management erreichen müssen. Das haben wir den Kollegen Stietz leider nicht da von Körber. Dort wurde das vollzogen vor ein paar Tagen. Die haben es wirklich gemacht. Und immer mehr Unternehmen versuchen das. Aber nochmal, wenn die Geschäftsführung keine Wahrnehmung zu mir hatte oder im Einkauf oder eine schlechte Wahrnehmung, werde ich diesen Schritt nicht tätigen können. Und das ist dann quasi auch unser Appell, sich zu überlegen, was kann ich tun, was kann ich machen, ja, um diese blinden Flecken beim C-Level aufzulösen und einen höheren Stellenwert zu bekommen. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben. Haben wir noch 11 Sekunden? Nein. Gibt es Fragen? Sonst habe ich noch eine. Weil haben die Ergebnisse dich überrascht? Ja, ja. Also dass der Einkauf teilweise immer noch mit Stellenwert zu kämpfen hat, das glaube ich, das weiß jeder. Ja, das wissen wir auch aus der Beratungserfahrung. Was mich eher erschrocken hat, sind diese blinden Flecken, also überhaupt keine Wahrnehmung. Ja, und das sind Leute, die sind direkt zuständig für den Einkauf. Ja, die sagen, Kosten ist wichtig für uns, haben aber überhaupt keine Wahrnehmung, ob das valide läuft. Ja, oder wo sie direkt zuständig sind, was mit der Abteilung los ist. Und das fand ich doch sehr erschreckend, dass diese blinden Flecken vor allen Dingen so da sind. Und das waren alle Größen von Unternehmen, die ja genau, da drin das können Sie sich auch nochmal angucken auf dem Spread. Also wir hatten von kleinen, mittelständischen bis zum Konzern war da alles bei. Okay, dann herzlichen Dank. Die nächsten warten schon.